Ja, hallo zusammen zu meinem neuen guten Tag in meinem Mercedes heute. Ich erkläre euch warum. So, zwar, ihr seht den Kilometerstand jetzt nicht mehr. Ihr habt ihn gerade, glaube ich, gesehen. Anfangs, warte. So, 282er Kilometerstand. So, Lichter leuchten alle, die leuchten sollen. Wisst ihr Bescheid. Motorkontrollleuchte leuchtet auf jeden Fall, auch wenn er läuft. Ja. Darum geht es darum, was ich hier gerade klären möchte. Und zwar geht es um die Steuerkette. Hier ist ein bisschen laut, weil hier ist eine Baustelle in der Nähe. Deshalb, naja, ihr werdet mich ja trotzdem verstehen. So, und zwar geht es hier rum. Steuerkette. Motor M271er. Ich glaube, ist Baujahr 2006 gebaut. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. So, und zwar habe ich jetzt schon mal abgebaut hier die Zündkabel. Hier ein paar Schläuchchen, hier den Schalldämpferdingen da, Wasserschlauch und geile Rippenriemen ist abgebaut. Wasser läuft, schön, ne? Unten drunter natürlich auch was drunter gestellt. Nicht, dass das nachher heiß wird, was ich. So, und zwar geht es darum. Erstens, noch mal kurz Öl in den Nockenstellen verkneten, Öl, Nockenwellen magneten. Rasseln, ein bisschen pfeifen und ein bisschen kloppen. Irgendwie alles von allem ein bisschen. Wenn er läuft, ich mache ihn nicht mehr an. Ich habe ihn jetzt gestern das letzte Mal angemacht, das war's, jetzt ist Ende. Ich habe ihn nur noch hier reingefahren, mein Hof und das war's. So, jetzt nur mal kurz, ich zeige euch jetzt nicht, wie ich die Kette einbaue oder ähnliches. Ich zeige euch aber jetzt nach 282.000 Kilometer erstmal Kettenwechsel. Wie es da drin aussieht, zeige ich euch. Ja, dann wie es neu gemacht ist und dann wie er dann läuft. Nur mal vorab. So, dann bis gleich. Ich baue das Ding mal schnell ab, den Ventildeckel. Der Ventildeckel ist ab. Sieht ganz gut aus. Dichtungen sind hart ohne Ende. Am Kleber, die sind hart, also es war echt noch nicht ab. So, und jetzt aber hier. Das Spiel der Kette. Naja. Das ist fast, kann man. Jetzt hier, wie das auch darunter hängt. Also hier ist das Spiel, ne? Rechts und links natürlich auch. So, jetzt ist doch was. Ich bin kein Profi jetzt, aber hier, der ist hart schön. Und der hier, den kannst du so, hier, hört ihr das? So hin und her. Weiß nicht, was so richtig ist. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die Zähne noch halbwegs gut aussehen. Halbwegs. Ja. Ich hoffe mal, dass deswegen die Motorkontrollleuchte an ist. Ich werde jetzt erstmal sauber machen, den Stirn hier noch abbauen. Ja, nochmal schauen, ne? Da werde ich euch vielleicht nochmal kurz zeigen und dann denke ich mal, dass ich dann alles zusammenbauen werde, schön einstellen werde. Vielleicht zeige ich euch noch die Steuerzeiten. Und dann, ja, wenn alles eingebaut ist, wieder zusammen, dann mal starten. Gut. Dann bis später. So, jetzt habe ich hier eingestellt. Die Dingere. Die hat. Ja, ne? So, was haben wir? 5 Grad nach OT. OT. So, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass der Fehler schmeißt und Spritverbrauch, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Naja, so, alles erneuern. Ich werde die Nockenwellensteller neu machen und die Kette wechseln. Vorher werde ich das alles ein bisschen einölen, dass das nachher, wenn ich den starte, nicht so viel Arbeit hätte, die ganze Zeit das hinzuspritzen. Was ich mir natürlich auch noch angucken werde, ist da unten die Gleitschiene. Die, ja, das ist die Gleitschiene, ne? Und das ist die Druckschiene. So, ja, genau, seht ihr los. Alles zusammenbauen nachher.
Und dann ja, werde ich euch das zeigen. So, dann bis später. So, jetzt bin ich soweit. Kette durchgezogen. Da seht ihr das? Wunderbar. Hier die Laufschiene da, die neue. Nockenwellenverstellung habe ich auch neu. Eine Sekunde. Ich zeige euch mal die alten. So, jetzt sind wir hier bei den alten. Also wie gesagt, die sind jetzt, wie alt sind sie jetzt? 20 Jahre ungefähr. Von 2003. So, und die haben aber faszinierenderweise, wie Mercedes ja auch gesagt hat, die halten lange durch, bis jetzt durchgehalten. Wenn ihr jetzt mal genau schaut, sehen die Zähne ja noch recht gut aus, halbwegs, ne? Also für 20 Jahre finde ich schon. So, die Sache ist jetzt nur die, man sieht so die Katscha da drinnen, wo die Kette dann gelaufen ist. So, tak, 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 tak. Bei dem Auslass sieht man das von der Seite nicht so richtig, aber von der anderen, der ist auch heftig voller Öl. Und von der anderen Seite, schaut euch das mal an. Also da ist schon gut reingearbeitet. Die Kette hat sich da. Aber Original Mercedes, da seht ihr das. Und sehr stark voller Öl. Also innen drin. Der ist auf jeden Fall ein bisschen weniger voller Öl. Der ist was mehr voller Öl dafür. Ne? Also die Zündkerzen, die Kleinigkeiten, die noch dazugehören. Und so weiter. Dann habe ich ja hier den ganzen anderen Rest noch liegen. So. Ja. Ja, das wird alles erneuert, wenn er dann zusammengebaut ist. Werde ich euch das nochmal zeigen und dann, also zuerst mal, wenn die neuen Nockenwellen drin sind, Versteller drin sind, zeige ich euch nochmal kurz. Dann, wenn es zusammengebaut ist, ja, und dann mal starten. Ne? Also ich finde das sehr krass, dass der so heftig voller Öl ist. Ja, also da drinnen die ganzen, diese kleinen Federn, die da das Öl kontrollieren. Ich denke mal, dass da richtig heftig schon was verbraucht ist, dass die kaputt sind. Aber für 20 Jahre. Kann man nicht viel zu sagen. Gut, dann bis gleich. So, neu verbaut. Schaut euch das an, sieht gut aus. OT. Ja. Und hier oben natürlich dann auch. Da sieht man das, ich bin da ja wunderbar, Junge. Kunst, wie schön. So. Ich habe jetzt schon 4 Runden durchgedreht, das zeige ich euch jetzt nicht. Jetzt werde ich das zusammenbauen. Und dann, ja, wird mal gestartet. Natürlich neues Öl noch rein. Ja, alles soll abdichten. Hier vorne muss keine Dichtung, sondern Dichtungsmasse dran. Am besten von Loctite oder sowas. Oder Original Mercedes. Ist dann euch überlassen. Ja, dann sehen wir uns gleich beim Starten. So, nun ist alles wieder zusammengebaut. Ventildecke mit 9 Newtonmeter angezogen. Boah. Alles wieder drin, alles mal sauber gemacht. Der ist neu. Die Dichtungen hier drin sind neu. Hier Ölstopp, selber gebaut. Bei Fragen einfach in die Kommentare. So, alles wieder zusammengebaut, wie es sein soll. Jetzt werde ich mal starten. Ersten Start. So, wenn ihr es in die Luft geht, wisst ihr Bescheid. Ja, ich schalte euch mal hier hin. So. Hört sich auch halbwegs normal an. Ich denke mal, wegen dem ersten Start, das muss ja natürlich das Öl noch ein bisschen besser verteilen. Ölwechsel ist natürlich auch gemacht. So, das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.